Einen schönen guten Tag aus der Sportnews-Redaktion. Bereits heute Abend wird die Eishockey-Serie mit der 34. Runde fortgesetzt. Dabei kommt es durchwegs zu Duellen. Der Tabellennachbarn, der Tabellenzweite HC Pustertal, empfängt Spitzenreiter Rittnerburm. Der dritte Sterzing muss zum vierten Asiago. Fassa empfängt Valpellice und Gröden hat im Duell der Kellerkinder Cortina zu Gast. Hören wir mal rein, was die Spieler von Bruneck und Sterzing zu den heutigen Partien sagen. Wir wissen, dass wir endlich einmal punkten gegen ihnen. Wir wissen, dass wir sie schlagen können, das Potenzial haben wir. Und ich glaube, jetzt ist höchste Zeit, dass wir die drei Punkte in Bruneck halten gegen Ritten. Asiago, der direkte Konkurrent auf dem dritten Platz momentan. Und wir werden alles darum versuchen, dass wir im Spiel gewinnen. Der Biathlon-Weltcup in Antholz ist Geschichte. Fast 65.000 Fans statteten dem größten Wintersportereignis in Italien einen Besuch ab. Und für Südtirols Skijäger war der Heim-Weltcup sehr erfolgreich, vor allem für Dorothea Wierer, die einmal Zweite im Sprint, einmal Dritte in der Verfolgung und schließlich Vierte mit der Staffel wurde. Das Fazit der Biathlon-Queen. Ich bin sicher mehr als zufrieden, weil der Home ist allerwin speziell, auch von Ruck her und so weiter. Zwei Podestplätze hätte ich mir sicher nicht gedacht und gleichzeitig bin ich ein bisschen enttäuscht, weil gestern hätte ich gekannt gewinnen, wenn ein Fehler weniger gewesen war. Heute noch ein Podium, wenn ich einen Nachlader zu wenig weniger gehabt hätte, aber du, das ist Biathlon, da muss man sich auffinden. Einen neuen Spieler, den hat ab sofort der FC Südtirol-Trainer Giovanni Stroppa zur Verfügung. Es handelt sich um den Verteidiger Fabio Gavazzi, der auf Leihbasis bis zum Saisonende für die Weiß-Roten kicken wird. Und dann gibt es noch einen Abschied, nämlich bei Neruda Volley. Mari Steinbrecher wechselt mit sofortiger Wirkung zum indonesischen Erstligisten Jakarta, ein Verein mit Tradition und Prestige, der von Pertamina, der wichtigsten Industriegruppe der indonesischen Hauptstadt, gesponsert wird. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Schön, dass Sie auch heute wieder reingeklickt haben. Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.